Freunde, war mal Zeit vom Team Minz. Worum es in diesem Beitrag geht, ist unschwer zu erkennen. Wir waren nämlich auf Wildschweinjagd und zwar im Weizen. Anna war natürlich auch mit und wir waren unterwegs nicht nur, um Jagderfolg zu haben, sondern vor allen Dingen, um wertvolle Tipps für die Pirschjagd im Weizen für euch zu sammeln. Wir müssen ganz klar sagen, es gibt sogar einige Dinge, die wir revidieren müssen. Wir haben nämlich schon mal einen Weizenjagdfilm für euch vorgestellt und da haben wir ganz großes Augenmerk darauf gelegt, auf die Geräuschkulisse. Das heißt, dass wir möglichst wenig Geräusche abgeben, um das Schwarzwild nicht zu vergrämen im Weizen. Eigentlich muss man das streichen. Wir haben auf dieser Jagd teilweise so viel Krach gemacht, teilweise unbeabsichtigt. Da ist mal der Pierstock in die Fahrrinne gefallen. Mal hat das Handy geklingelt. Natürlich eigentlich ein fataler Fehler. Aber nichtsdestotrotz, die Sauen haben sich eigentlich im Weizen davon gar nicht großartig beeindrucken lassen. Natürlich achte ich möglichst darauf, beim Schuhwerk, bei der Hose und auch bei der Jacke oder dem Hemd darauf, dass es möglichst wenig Geräusche abgibt, wenn ich pirsche. Das trifft sicherlich auch dann zu, wenn ich eine Pirsch sonst im Feld ausübe oder im Wald pirsche. Aber im Weizen haben wir wirklich festgestellt, die Geräusche sind eigentlich gar nicht das, was das Schwarzwild wirklich verschreckt, wenn ich auf dem Weg dorthin bin. Verschrecken lässt es sich vor allen Dingen durch eins, nämlich durch den Wind. Und wenn sie den mitbekommen, dann ist ganz schnell Schluss. Also das muss man sich wirklich hinter die Löffel schreiben. Wind, Wind und nochmals Wind. Klar ist das keine Neuigkeit, aber wir hätten nicht gedacht, dass tatsächlich man so dicht an das Schwarzwild herankommen kann und es sich von Geräuschen eigentlich gar nicht großartig beeindrucken lässt. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass wenn mehrere Sauen gemeinsam unterwegs sind, dass eine gewisse Geräuschkulisse herrscht, weil auch da knicken natürlich Halme und man hört das Schmatzen. Natürlich hören wir das als Jäger auch gut, aber auch untereinander denke ich, dass es die Sauen einfach ablenkt von anderen Umgebungsgeräuschen, die wir verursachen. Also wir stellen hinten an tatsächlich das Thema Geräusche. Wir achten drauf, aber das ist nicht das Wichtigste. Was die Silhouette angeht, lässt sich natürlich sagen, da kann es natürlich sein, dass bei sehr gutem Büchsenlicht die Sau mich direkt erkennt und dann auch die Flucht ergreift. Aber wenn wir etwas gebückt gehen bei sehr gutem Licht, fallen wir eigentlich kaum auf. Die Sau sieht uns zwar, kann uns aber nicht als Mensch und damit auch nicht als Feind einsortieren und eigentlich schmatzen sie in aller Ruhe im Weizen weiter. Wenn ich also an eine Sau herankomme bei sehr gutem Licht, reicht ein schon gebückter Gang. Nimmt das Büchsenlicht ab, kann die Sau mich eigentlich gar nicht eräugen. Also da muss ich mir keine Gedanken machen, da kann ich sogar recht aufrecht herantreten. Habe ich natürlich helles Licht hinter mir im Rücken, muss ich hier etwas vorsichtiger sein. Aber, und ich weiß, ich wiederhole mich, Wind, 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 Wind und nochmals Wind. Wir haben in den letzten Tagen, wir waren noch kurz vor der Milchreife da, also wir waren eigentlich etwas früh, aber wir haben in den letzten Tagen, ungelogen, roundabout, circa 100 Sauen anpirschen können. Also es war wirklich eine fantastische Zeit. Wir sind in die Sächsische Schweiz wieder gefahren, weil wir dort wirklich ein Feld wussten, dort wimmelt es von Schwarzwild und deswegen haben wir die Chance wahrgenommen und sind hier nochmal hergefahren. Und ich glaube, wir haben Momente für euch eingefangen, die sind einfach fantastisch. Wir sind teilweise bis auf 2 Meter an Schwarzwild herangekommen. Weizen zu schießen ist extrem schwierig. Warum? Eigentlich alles, was ich nicht sofort als Keiler oder Frischling anspreche, muss ich davon ausgehen, es handelt sich tatsächlich um eine führende Bache und ich kann die Frischlinge nicht sehen. Wir haben immer wieder gedacht, es handelt sich um eine einzelne Sau und plötzlich wuselten irgendwo die Frischlinge durch die Reihen. Und um da einen Fehlabschuss zu vermeiden, muss man wirklich sehr, sehr sicher gehen
Und das kann ich eigentlich nur, wenn die Sau durch eine Schneise zieht und ich wirklich die Bauchlinie sehe und klar erkennen kann, sind dort angezogene Zitzen oder Striche oder sind dort keine. Ansonsten muss die Kugel eigentlich im Lauf bleiben, weil sonst wird es definitiv ein Fehlabschuss. Schauen wir uns mal um, wie wir das Ganze angefangen haben. Zunächst einmal haben wir mit einem Probeschuss im Weizenfeld angefangen. Natürlich, man erkennt im Hintergrund auch einen Wall. Wir haben also wirklich vorher schon geschaut, wo ist ein möglicher Kugelfang, der bei der Pirsch natürlich im Feld sehr wichtig ist. Und wenn ich dieses Feld am Tag schon begehe, nicht nur um zu gucken, ob es in der Reife ist oder wo vielleicht Wechsel sind oder Fährten sind oder wo ich Fraßspuren finde, ich schaue auch schon am Tage ganz genau nach, in welche Richtung kann ich überhaupt schießen? Wo habe ich vielleicht eine Senke? Wo habe ich vielleicht einen Erdwall? Wo sind aber auch Gefahrenpunkte? Eine Straße, ein Fußweg, der vielleicht auch in der Nacht noch begangen wird. Also das sind alles Punkte, die ich am Tag bereits abgeklärt habe. Weiterhin habe ich am Tag natürlich auch abgeklärt, wo der Wind für die Abend- oder Morgenstunden herkommen wird, sodass ich mir schon einen Plan gemacht habe für die nächtliche Pirsch, ohne genau zu wissen, wo die Saunen nachher im Feld sein werden. Natürlich muss man dann immer flexibel darauf reagieren, aber das ist eigentlich das Wichtigste, dass ich vorher mir Gedanken mache, wie soll die Pirsch später ablaufen. Kommen wir nochmal zum Kontrollschuss, den wir vorher im Weizen durchgeführt haben. Gejagt haben wir nämlich mit der Savage Timberline 110 im Kaliber 6,5 Creedmoor. Warum habe ich einen Kontrollschuss im Weizen gemacht und nicht wie sonst üblich auf 100 Meter? Wir haben die Zielscheibe extra auf eine kurze Distanz von ca. 6 Metern aufgestellt. Sie war von Ähren etwas verdeckt, aber das ist eine reale Situation, wie sie bei der Weizenjagd immer wieder vorkommen kann. Und hier sieht man ganz klar, wir haben auf dieser Entfernung noch einen deutlichen Tiefschuss. In der Theorie weiß das jeder, aber ich kann nur empfehlen, wirklich probier das vorher aus, damit du ganz genau weißt, auf welche Entfernung kann ich welchen Treffer erzielen. Montiert war von Leupold ein VX5 HD 3-15x56. Natürlich könnte man auch mit einem kleineren Pirschglas arbeiten, aber man weiß vorher ja auch nicht, okay, gehen wir vielleicht vorher auf den Ansitz oder jagen vom Ansitz noch in die Nacht hinein. Deswegen haben wir ein lichtstarkes, aber sehr variables Zielfernrohr montiert. Und mit der dreifachen Vergrößerung, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es manchmal schon fast so groß auf so eine kurze Distanz. Und da wäre auch ein Drückjagdglas natürlich denkbar. Als Patrone haben wir von Hornady die Outfitter gewählt, im Kaliber 6,5 Creedmoor. Bei dieser Patrone ist ein GMX-Geschoss, also ein bleifreies Geschoss in der Verwendung. Der Vorteil ist hier wirklich, es ist ein sehr schnelles und sehr hartes Geschoss. Also wenn es mal durch die Ähren geht, ist es eigentlich kein großes Problem. Und die Wildbrettentwertung war minimal, aber die Augenblickswirkung, das sieht man im Video, glaube ich, recht anschaulich, war sehr hoch. Denn eine Nachsuche im Weizen ist das, was wir natürlich verhindern wollen. Was brauche ich weiterhin als Ausrüstung? Ein Pirschstock ist natürlich immens wichtig bei dieser Jagd, auch auf die kurze Entfernung. Wir haben mit dem Triggerstick gearbeitet und der hat im Weizen tatsächlich einwandfrei funktioniert. Ich brauche einen Gehörschutz, obwohl ich mit Schalldämpfer gejagt habe, aber dieser Gehörschutz bietet natürlich, weil es ein aktiver ist, auch die Möglichkeit, die Sauen deutlich zu vernehmen und richtungstechnisch schon mal einzusortieren. Auf ein Fernglas haben wir bei dieser Jagd wirklich verzichtet. Aber was wir dabei haben, und das ist wirklich brandheiß, nämlich das nagelneue Steiner Night Hunter H35. Ein Wärmebildgerät, was es mir ermöglicht, immer wieder im Weizen schon die Sauen auch von Weitem zu sehen. Voraussetzung ist natürlich, dass zum Beispiel die Rückenlinie oder die Teller wirklich aus dem Weizen herausschauen. Wenn der Bestand im Weizen sehr spärlich ist, sehe ich natürlich deutlich mehr, aber kleine Frischlinge unten, die sehe ich auch mit einem Wärmebildgerät nicht. Noch etwas zum Thema Wind und Eigengeruch. Bei der Auswahl der Bekleidung achten wir so ein bisschen darauf, dass wir Materialien tragen, die wirklich nicht anfangen zu müffeln. Man ist mehrere Tage unterwegs und wir sind ja mit unserem Fahrzeug unterwegs und da hat man auch nicht unbedingt eine Waschmaschine dabei. Und jeder von euch weiß, wenn ich mehrere Tage dasselbe T-Shirt trage, das riecht nicht mehr ganz so angenehm und ich denke mal, dass die Sauen das genauso empfinden. Bei der Merino-Wäsche ist der große Vorteil, sie fängt nicht an zu riechen, auch wenn sie schon mehrfach durchgeschwitzt wurde.
standen in einer Fahrgasse und die Sauen kamen durch den Mais Richtung Weizen und wollten genau dort, wo wir am Weizen gestanden haben, einwechseln. Und also es war Wahnsinn. Die kamen auf uns zu, immer näher. Also ich behaupte, eine Distanz von vielleicht einem Meter standen die Sauen vor uns. Und an ein Schießen war natürlich gar nicht zu denken. Erstmal standen sie frontal zu uns und man hätte sie auch überhaupt gar nicht ins Zielfernrohr bekommen. Als sie uns dann irgendwann doch spitz bekommen haben, zogen sie zurück durch das Maisfeld und wir konnten dann dort einen Frischling herausnehmen. Der andere Jagderfolg war ein 48 Kilogramm schwerer Überläufer. Und es war wirklich so, wir haben fast 45 Minuten mitten in dieser Rotte gestanden, um wirklich festzulegen, okay, diese Sau führt definitiv keine Frischlinge. Aber Achtung, wir hatten sogar eine Situation, dort hatten sich die Frischlinge, ich schätze ca. 10 Kilogramm schwer, fast bis auf 200 Meter von ihrer Bache entfernt. Also es ist wirklich nicht einfach, weitgerecht im Weizen zu jagen. Als wir im Revier ankamen, war tatsächlich der Weizen noch gar nicht angenommen. Es war noch keine Milchreife und die Sauen machten eigentlich noch gar keine Stippvisite. Deswegen haben wir uns zunächst entschlossen, im Raps zu jagen, weil das ist ja nun mal das Wohnzimmer für die Sauen. Sie finden dort nicht viel Fraß, aber immer Deckung für den Tag und auch für die Nacht. Hier war eine kleine Schneise angelegt, um die Sauen vom Hochsitz bejagen zu können. Und mit einer quergelegten Kehrstelle konnte man also wirklich die Sauen sehr schön sehen und auch bejagen. Man sieht sehr deutlich, wie die Bache mit den Frischlingen diese Kehrung liebend gerne annimmt und bis auf wenige Meter an den Hochsitz herankommt. Der Kameramann saß übrigens unter dem Hochsitz. Eine weitere Erfahrung, die wir gemacht haben und natürlich gern mit euch teilen wollen, war, wie verhalten sich Sauen, wenn sie auf weißes oder rotes Licht treffen. Wir hatten hier eine Leitbache mit einer gemischten Rotte, die bis auf 7 Meter an uns herangekommen ist. Wir haben vorher die ganze Zeit mit Wärmebildgeräten beobachtet. Es war auch an der Reviergrenze und deswegen war an einen Schuss gar nicht zu denken. Es war nämlich auf der falschen Seite der Grenze. Aber wir haben einfach mal mit Weißlicht und Rotlicht im Prinzip die Rotte angeleuchtet und konnten keine großartige Fluchtreaktion feststellen. Anders würden sich die Schwarzkittel wahrscheinlich verhalten, wenn ich mit Licht aus der Rotte ein Stück herausgeschossen hätte und sie beim nächsten Mal wieder auf einen Lichtstrahl treffen. Wir hatten aber nicht nur spannende Begegnungen mit den Sauen, sondern tatsächlich auch mit einem Wolf. Parallel zum Weizenfeld zog er eigentlich mit uns an einer Landstraße und man konnte sehr schön beobachten, wie die Sauen reagieren. Sie stellten sofort das Fressen ein, bewegten sich nicht mehr, standen stocksteif im Weizen und sicherten in Richtung Wolf. Wir haben die Schäden im Weizen nicht nur zu Fuß erkundet, sondern auch mal eine Drohne auf die Reise geschickt, um aus der Luft die Schäden zu zeigen. Und man muss wirklich sagen, innerhalb weniger Nächte sieht es richtig schlimm aus im Weizen und es wird jede Nacht schlimmer. Also es wird höchste Zeit, auch für euch mit dem Pirschen zu beginnen, denn der Weizen steht ja noch ein paar Wochen. Was macht den Reiz der Saujagd im Weizen aus? Für mich ist es die Nähe zum Wild. Wir kommen also bis auf wenige Meter heran und wir bekommen alles mit. Wir riechen sie, wir hören sie, wir spüren sie förmlich. Und das ist eigentlich die Faszination der Pirschjagd im Weizen. Wir hoffen, ihr konntet den einen oder anderen Tipp gut gebrauchen und wünschen euch viel Weidmannsheil bei der Weizenjagd vom Team Witz.